Hamburg, 9. Juni 2020. Jungfernstieg. In meinem letzten Video hatte ich ja euch ein Hotelzimmer in der Elbphilharmonie gezeigt. Aber das war berühmt und bekannt von der geilen Aussicht und von der Lage. Aber heute zeige ich euch mal das beste Hotel von Hamburg mit Abstand. Direkt an der Alster. Vier Jahreszeiten. Dann wollen wir uns die Hütte mal anschauen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal im Fermont vier Jahreszeiten residiere. Das geht ja nicht nach Person auf dem Zimmer. Das Zimmer wird im Allgemeinen bezahlt. Das kostet 541 Euro. Schon der Hammer, ne? Mit dem Ausblick 5 Sterne. Kann man nicht meckern. In der Elbphilharmonie war der Kühlschrank leer. Guck mal hier rein. Hier ist alles drin. Vom Champagner, Fruchtsaft, Cola. Geiles Wasser, Red Bull. Hier ist das Ankleidezimmer. Das habe ich auch noch nie gesehen. We'll be right back.
geiles Zimmer, kann man nicht meckern. Nicht zu vergleichen mit der Elbphilharmonie, auf keinen Fall. Hammerbar, gleich neben dem Einlass, das hast du auch nicht gesehen. Also hier ist es abends bestimmt gemütlich und dann direkt an der Altbahn, in der Mitte, da sind die unter allen, die kleine Barkeeperin. Jetzt wenn du, die bedient abends. Ich konnte mir nicht nehmen lassen, in der geilen Bar hier, um vier Jahreszeiten mal einen Drink zu nehmen. Man kann sogar rauchen hier. Ich bin ja immer neugierig. Ich gehe jetzt mal die Treppe. Das ist so ein Teil, ich denke immer am Mojito, wo sie gibt, aber das muss doppelt sein, das müssen vier doppelt sein. Das ist Hammerstoff. Wenn ich das Ding ausgeleert habe, dann kugel ich hier raus. So, das war's gewesen. Ich bin echt überrascht von denen. Das kleine Hütte, das ist ein echt geiles Hotel. Bis dann, tschüss.